Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir das, was wir wollten. Du wüsstest sicher gern, was das ist. Und viel Geld. Ich sagte ja, die Kammer existiert. In dieser Zeit und an diesem Ort. Was du in Händen hältst, ist der Schlüssel zur Kammer. Zumindest ein Teil davon. Ah, ein Teil. Das heißt, wir brauchen die anderen Teile der Kammer. Sehe ich das so richtig? Komische Stimme, KI oder was auch immer, die sich nicht mal vorgestellt hat. Hier spricht Commander Steve von der Atlas Corporation Crimson Lands, B-Kompanie, 3. Starborn Brigade. Ich wurde über Ihre Ankunft auf Pandora und Ihre Suche nach der Kammer informiert und darüber, dass Sie umgehend begonnen haben, die Einheimischen zu töten. Dieser Planet untersteht der Atlas Corporation und jedes eridianische Artefakt gehört Atlas. Der Besitz eines solchen Artefakts zieht hohe Strafen nach sich. Ich fordere Sie auf, sich am nächsten Land außer Poste zu stellen und alle etwaigen Informationen oder Artefakte zu übergeben. Betrachten Sie dies als erste und letzte Warnung. Lerne erstmal sprechen. Blöde Kuh. Alter! Ja. Alter. Es gibt keine Drillen. Ja. Mal gucken, wo müssen wir denn jetzt hin? Diese blöde Kuh. Versucht uns tatsächlich zu verhindern, dass wir die Kammer missbrauchen, betreten. Gebrauchen meine ich, so. Wer ist jetzt? Oh, Level up. Eindeutiges Level up. So, da gehen wir zurück, aber erstmal hier Skillpunkt. So. Und jetzt mal gucken, haben wir hier noch irgendwie Platz am Rucksack? Nee. Dann werden wir auch gleich noch mal ein bisschen was verkaufen. Kauf dir ein Erste-Hilfe-Kit. Du wirst es nicht bereuen. Wer braucht schon einen richtigen Arzt, wenn ihr meine Apparate mit ihren unheimlichen Nadeln habt? Ja. Ich brauche keine, ich will keine. So, ich will ein paar Waffen verkaufen. Das wäre aber auch schon alles. Ich weiß, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist und dass Ladegeschwindigkeit beim Schild auch hilft und jetzt Flammen, dass ich dann keine, dass das Schild dann immun oder so gegen Flammen ist, wenn da einmal Flamme steht oder nicht so schnell zerstört wird, aber ist vielleicht die falsche Denkweise, aber für mich geht Kapazität über alles. Weil wenn das Schild länger hält, muss es auch nicht, ist es egal, wie schnell es auflädt. Naja.
Mal gucken. Jetzt geben wir das erstmal ab. In Firestone. Haben wir hier irgendwie ein Gefährt, ein Fahrzeug? Okay. Dann hat sich meine Frage auch... Wusstest du, dass Shep Sanders in den Arid Badlands einen weiteren Job für dich hat? Nee, das wusste ich nicht. Danke, dass du es mir sagst. Aber ich höre das doch lieber von den Leuten selber und nicht von so einem Roboter. In Firestone, so eine Mission verfügbar. Ich weiß. Du musst dich nicht wiederholen, wenn du es mir einmal sagst, reicht das völlig aus. Ich habe jetzt keinen Nerv, mich mit euch hier rumzutreiben. Tut mir sehr leid. Ich will jetzt erstmal Sledge getötet. Ja, ich weiß nicht, aus wie vielen Teilen besteht, aber vielleicht müssen wir noch drei weitere. Besteht es aus 4 Teilen? Das kann ich ja jetzt nicht sagen. Aber sie sagte, das ist zumindest ein Teil des Kammerschlüssels. Das heißt, es gibt noch mehrere Teile, die ich holen muss. Ich frag mich sowieso, warum wir auf so eine Frau hören. Und wir kennen ihn nicht. Ich weiß nicht mal, ob sonst jemand ihren Namen gesagt hat. Gut. So, Clappy. Was kann ich für dich tun? Gibt's hier keine Banditen mehr? Ich weiß. Was krieg ich denn? Ja, Moment mal. Das sind die neuen Missionen, aber da muss ich sie gar nicht abgeben. Muss ich sie hier abgeben? Darauf trinke ich. Du hast 9 Toes und Sledge erledigt. Du wirst langsam richtig berühmt. Ich habe Pierce schon bekniet. Sie soll dir eine Einreisegenehmigung nach Darl Headland erteilen. Du solltest jetzt nach New Haven reisen können. Oh, das ist gut. Ich mache nicht gern Komplimente, aber das war gut. Dankeschön. Das klingt doch mal vernünftig. Du hast einen Class-Mod erhalten. Class-Mods sind spezielle Gegenstände, die eine größere Bandbreite an Charakterstatistiken positiv beeinflussen können. Okay, was kann ich? Schnauze. Okay. Du hast eine Klassenmodifikationseinheit entdeckt. Diese Klassenmods, wie ihr Menschen sie nennt, können dazu verwendet werden, deine Fähigkeiten zu modifizieren. Ist dir das egal? Das ist mir egal. Ich will jetzt raus aus Firestone. Den Nebenaufträge mache ich hier irgendwann nochmal. Ich kann hier ja wieder herkommen. Entschuldigung, Claptrap. Ich begib mich jetzt außerhalb von Firestone. Moment mal. Bevor wir die Abreise durchführen, fällt mir gerade noch was ein. Würde ich gerne... Guck mal. Das müssen wir doch jetzt mittlerweile schaffen können, oder? Entschuldigung. Bevor wir aus Firestone abreisen, mache ich das eben. So, wir sind gleich da.
sind gleich da. Wir sind gleich da. Hier die Abkürzung mal wieder. Ach, wir sind schon da. So, mal gucken. Luki-Luki machen. Mal Luki-Luki machen. Was hier denn so abgeht. Aber wir sollten das jetzt schaffen mittlerweile. Ist ja jetzt auch auf normal gesungen, oder? Nicht mehr auf schwer, oder? ja. Weil gibt auch Fettkohle. Komm her. Ich hätte mich vielleicht vorher heilen sollen, aber so ist die Herausforderung noch größer. Kohle, 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 nehme ich alles mit. Mal gucken. Nee. Bevor ich hier drauf gehe. Ey, wo bist du? Hau nicht immer ab. Das durchdringt sein Schild auch nicht wirklich. Alter, von allen Seiten diese fetten Viecher. Alter, krieg. Dich kriege ich ja auch nicht tot. Nein. Haben wir leider noch nicht geschafft. Hätte er sein können. Alter, voll die teuren Gebühren. Gibt's hier irgendeine schöne Waffe? Ihr habt überhaupt nichts, was ich. Oh. Diese Sniper nehme ich doch gerne und dafür verkaufe ich auch gerne diese Sniper, weil diese hier jetzt auf mein Level ist und ich mir jetzt leisten kann. Und erstmal gucken, kann ich hier sonst noch irgendwas verkaufen. Also irgendwas muss ich demnächst noch verkaufen. Dies hier zum Beispiel. So, Sniper. Dann zeig mal, was du da drauf hast. Stimmt, warum habe ich den Revolver? Also. Ich kann das schon. Zu reich und zu gut aussehend sein. Nee. Stimmt. Das geht wohl dann wirklich nicht. Mal gucken, was ihr wollt. Mal gucken. Mal Luki Luki machen. Das schaffen wir doch mit links jetzt. Von wo greift ihr an? Von da. Oh, von hier gleich. Ah, was? Gleich so eine riesen Best.
Alter. Aber das sieht er mal. Ah, okay. Jetzt haben sie quasi die kleinen Viecher weggelassen, weil ich am Ende quasi schon gestorben bin. Bloß, ich musste nicht mehr gegen diesen kleinen Kram kämpfen. Haben sie mir jetzt erleichtert. Und jetzt kriege ich Todeskrieg-Finale Runde überlebt. Dankeschön. Nämlich gerne. Hast du. Willst nicht mehr mit mir reden? Danke. Ich hätte gern noch eine schwierigere Stufe. Das war gerade auch Erdenzuckerschlecken. Mal gucken. So, jetzt erstmal mit Claptrap Brain. Hat zwar nur 6 Schuss und ist ein Revolver-Sniper, aber ist stärker als meine jetzige Sniper und ich weiß gar nicht, wie viel hatte die. Die hatte 10 Schuss, die hatte gerade mal viel mehr. Aber war schwächer. Das heißt, die hier ist jetzt stärker. Hat zwar 4 Schuss weniger, aber dafür reichen bei denen jetzt 1 Schuss, wo ich mit der anderen Sniper vielleicht noch 2 Schüsse gebraucht hätte. Also habe ich kurz überlegt und nicht lange überlegt und das hat sich dann doch rentiert. Jetzt erstmal mit Clappy reden. Claptrap. Moment mal. Muss ich also doch dorthin? Ist Claptrap gar nicht mehr hier? Warum bin ich denn? Doch, doch, doch. Hi, Claptrap. Ich rede mit dir. Darf ich, muss ich erst dahin fahren und mit Claptrap reden? Das ist ja blöd. Das ist doch echt mies. Das ist doch echt mies. Aber. Es tut mir leid. Ich überfahre dich jetzt gleich aus Versehen. Upsala! Jetzt erstmal gucken. Mit Claptrap reden. Jetzt fahre ich da erstmal hin. Und reden war da dann eine Runde mit Claptrap. Ja, Clappy. Komme ich hier langsam der Spur richtig? Kann ich jetzt endlich aus Firestone weg? Oh, das wäre doch zu gütig. Schränke lasse ich jetzt mal in Ruhe. Du glaubst auch, dass es die Kammer gibt? Ja. Jeder redet davon. Das ist das Größte, was hier seit langem passiert. Die ganzen Touristen. Hör mal, falls du sie findest, ihr Inhalt könnte ein Vermögen wert sein. Aber nur, wenn du die richtigen Partner hast, um es zu verkaufen. Also, Partner? Der will doch nur gehen. Der wird es doch nur teurer verkaufen. Hier gehe ich nochmal eben bei. Ja, ich frag mich nur, wie du so schnell hier hingekommen bist. Ach, das ist ein anderer Claptrap. Warum habt ihr eigentlich alle die gleichen Stimme? Die gleichen Stimme? Die gleichen Stimmen, meine ich. Und warum heißt ihr alle Claptrap? Dann könntet ihr auch mal einen anderen Namen haben. Und, ja. Ihr habt Profil wird heruntergeladen und analysiert. Menschliche DNS bestätigt. Zugang zum Dolhetland wird gewährt. Warte bitte, bis ich das Gate für dich aktiviert habe. Ja. Aktiviere das Gate bitte für mich. Nein, aber ganz ehrlich, nur die, der eine ist gelb, der andere blau, der andere grün, aber Stimme ist selbst und heißen alle Claptrap. Du kannst jetzt in das Dolhetland einreisen. Viel Vergnügen und einen erholsamen Aufenthalt. Interessant. Auf Basis deiner aktuellen Stressfaktoren habe ich errechnet, dass du mit 94,3%
Oh. Dankeschön. 94,3% war das? Ja, dann habe ich ja noch. 94, ja. Genug. Kommt eine Kommazahl hinten raus. Fünf Komma 94,4 hat er gesagt. 5,6%, glaube ich. Ist meine Chance zu überleben dann. Ja. Jetzt lass mich mal Ernst August Galerie finden oder wie der heißt, Ernest. Ach, der ist er ja auch gleich. Eigentlich nicht mehr in Firestone. Eigentlich mal woanders. Ich hab ihn noch gar nicht gefunden. Wo ist er denn? Ernest? Ich mach gerade Urlaub. Ich dachte, der hält dir jetzt mal die Klappe. Das nehme ich jetzt mal an. Nice. In meiner Toilette habe ich auch Munition versteckt. Hier beende ich dann aber den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Aber vorher muss ich noch zwei Sachen loswerden. Das mit Claptrap. Finde ich schon creepy, dass alle gleich heißen und gleich reden und eine andere Farbe haben. Als ob er sich irgendwie anpinselt und es trotzdem derselbe Claptrap ist. Und dann mache ich gerade Urlaub. Bin schon extra aus Firestone weg. Und dann labert er trotzdem noch, sei mir gegrüßt. Am schwarzen Brett von Firestone. Ich mach gerade Urlaub, da will ich nichts von Firestone wissen. Sorry. Aber wir beenden hier den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.